Hallihallo liebe Leute, heute gibt es mal wieder eine Runde Atlas Reactor zusammen mit einem, ja, Unterstützer. Mit einem Unterstützer, mit mir, dem Mochi. Genau, Oh. und wir spielen eine Runde Atlas Reactor, wie gesagt, zusammen. Ich spiele einen Rampart, Frontliner, klassischer Beschützer sozusagen für die Schadensausteiler. Und wir werden jetzt mal sehen, wie gut das läuft. Der Gegner hat ein klassisches Lineup, genauso wie wir. Ja. Gleicher Unterstützer, gleicher Frontliner, nur die Schadensausteile sind ein bisschen anders. Ich stelle mich einfach mal davor. Calculating. Genau. Ich habe mich gedacht, ich muss ja immer relativ weit nach vorne. Aber können wir nach rechts wenn laufen? Irgendwas sehe. Das Team läuft auch alles nach rechts. Objective. Die laufen alle darüber. Okay. Jetzt irgendwie nicht mehr, keine Ahnung. Okay. Sorry. Ja. Ich mach nichts. Keine Ahnung, ich krieg das schon hin. Ich werde schon nicht in der ersten Runde drauf gehen. Nö, du kannst ja nur jetzt gezogen werden, das ist ein bisschen uncool. Ja. Ich will eigentlich nicht mehr die Macht ziehen. Ich glaube dann. Muss halt immer, mit Orion muss man halt immer ein bisschen was sehen, ne? Weil sonst kann man nicht viel machen. Ich spiele auch nicht mit den Standard-Orion-Effekten, ne? Was hast denn du für Mods drauf? Also auf welche Richtung geht denn das bei dir? Ich spiele über Energie quasi, dass ich relativ viel Energie generiere und zwei. Also mindestens zweimal oder dreimal. Bis viermal sogar meine Ulti benutzen kann. Okay, ich bin noch nie über zweimal die Ulti benutzen rausgekommen. Kommt natürlich drauf an, wenn ich jetzt zu viel fange. Das ist natürlich nicht so geil, vor allem da ich jetzt nach links laufe, darf ich nochmal durch die Falle laufen. Okay. Ja, das sind 10 Schaden. Geht das? Du musst nicht drauf gehen? Oder es hat sich erledigt? Okay. Ich hau da mal zu, ne, weil ich kann ja eh gerade genau, nicht viel machen, um dich zu schützen. Hau mal zu einfach, das ist, und ich hol mir einfach nur mein Schild, mein Catalyst. Und dann laufe ich dem gegnerischen Orion hinterher, in der Hoffnung, dass der da irgendwo mittendrin stehen bleibt. Ja, und ich laufe mal hinter die. Ich könnte einfach die hinterher laufen, sicher ist sicher. Nicht, dass die irgendwo hinlaufen, wo ich es gar nicht brauchen kann. Genau. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwen unterstützen kann gleich mal. Ist natürlich gemein, direkt wieder sichtbar geworden, auch unsichtbar werden. Der freut sich auch. So. Oh, der ist ein schöner Schuss. Das war natürlich ganz ordentlich. Also Schaden haben wir gerade ganz gut ausgeteilt. Wir sind bloß noch ein bisschen dafür sorgen, dass du überlebst. So, jetzt kann ich kann mich wie können wir das denn machen? Ich wollte dich eigentlich schützen, weil ich hinterhergelaufen bin, aber der gegnerische Dingens hat meinen Schuss macht nichts. Meinen Platz weggenommen. Ich werde jetzt hier einfach nur ein bisschen heilen diese Runde. Nicht dich selber heilen? So, doch mich auch heilen, aber ja, okay. Mir so ein kleines Schutzschild, ich glaube, ich weiß nicht, plus 4, dann mir selber plus 18 und ich heile mich ja selber dabei auch. Und dann mache ich noch Schaden, wenn sie mich angreifen. Ja, relativ viele um mich herum. So, mal gucken, wie das ausgeht. Und dann kann ich mir nächste Runde schon meine Ulti machen. Ja. Du hast in der Ulti nicht drin, dass ich stärker wird über die Zeit, oder? Ah, ich sterbe aber wahrscheinlich. Ja. In meiner Ulti habe ich Heilung drin, für mich. Natürlich extrem ärgerlich, dass ich natürlich drauf gehe. Weil da, ich weiß nicht, ich glaube Energie wird... Ich spiele Orion immer mit der, dass die Heilung stärker wird, wenn du die, den vollen Energie länger hast. Ja, habe ich. Achso, okay. Ja, dann... Spielst du relativ ähnlich, glaube ich, sogar wie ich. Ja. Hab noch nicht so durchgemodelt. Wobei, also bei der Ulti jetzt die Heilung stärker oder bei den anderen Sachen? Bei der Ulti. Nee, bei der Ulti habe ich die Heilung nicht stärker. Da habe ich, dass ich 20 Energie behalte, weil ich bei den anderen Fähigkeiten mehr Schaden über diese Manifestation mache. Okay. Ich weiß noch nicht, ob der so gut ist, aber das war so, wie ich ihn ausprobiert hatte und bis jetzt
Er ist eigentlich ganz gut, aber ich glaube, du hast ja das Pech gehabt, dass du direkt in Runde 1 gezogen wurdest. Ja. Dann ist es halt sehr ungünstig. The world sings of my return. So, wo gehe ich denn hin, damit ich was sehe und nicht gleich wieder fange? Machen. So. Ah, wen haben wir denn abgesehen? Ich sehe nicht so richtig was bei denen. Achso, wir können theoretisch Gremlin. Ja, wobei eigentlich der gegnerische Orion ist halt schon der Schwachpunkt von dem Ganzen. Ja. Okay, das ist ein Keks. Jetzt kriegt er natürlich viel Energie, glaube ich. Oder auch nicht. Er persönlich nicht. Nee. Na, er hat schon voll Energie. Schaden. Also er kriegt viel Energie, aber. Er hat schon voll Energie, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Deswegen war es nicht so schlimm. Kriegt er nur noch Schaden halt. Bringt sich dadurch. Echt viel. Aber 9 Leben hat er noch. Ne. Nix da. So, wie sieht es bei dir aus? Soll ich dich unterstützen? Ich würde. Oder heilen? Ich könnte dich ordentlich heilen. Vielleicht. Ja, dann heil mich, glaube ich, lieber. Ah, nee, du bist nicht in meiner Sichtlinie. Das ist ja ärgerlich. Boah, das ist auch so was. Das ist natürlich doof. So. Ich lauf mal neben dich. Ich zieh einfach mal und bleib dann stehen. Du kannst von mir aus machen, was du willst. Ich hoffe, glaube schon, dass ich dich dann finde nächste Runde. Warum hat jetzt unser Nix seine Ulti gezogen? Ah, schade. Quatsch, sein Might gezogen. Der ist ein bisschen zu nah dran irgendwie. Ja. Aber so viel zum Ziehen geht ja bei mir genauso nicht. Ja. Ich dachte, ich würde ihn ziehen müssen. So. Ich könnte jetzt die Frage. Glaubst du kriegst Schaden? Ja, ne? Ja, oder? Auf jeden Fall 10 Schaden auf jeden Fall, weil ich versuche, den Nix zu save, indem ich da rein ulte und dann vor ihm blocke. Okay, gut. Willst du einen Quantenkern auf dich drauf? Ich krieg keinen direkten Schaden. Okay. Ich krieg keinen Schaden beim Dashen. So. Dann heile ich dich nächste Runde. Ja, okay. Mit Quantenkern und Heilung. So viel Schaden kriege ich nicht, du brauchst nicht das Schild auf mich machen. Ich krieg nur 10, glaube ich. Den Rest soll ich blocken. Denk ich. Ja. Hätte ich da reinschießen sollen. Ach, guck mal da. Ah. Aber ich glaube, die wollen dich jetzt wieder. Zumindest der Hund will dich wieder. Ja, die wollen mich schon wieder, glaube ich. Guck mal. So, wie könnte ich das jetzt machen? Ja doch, machen wir es so. Bin schon wieder an der falschen Stelle, glaube ich, so. Bisschen zum Blocken, so richtig. Die haben natürlich auch gemeinerweise 2 Gegner, die über Hindernisse drüber schießen, deswegen nützt mir Rampart gar nicht so viel. Ach, verdammt. Ich hätte doch springen sollen. Sie hat auch ihre Might zu früh genommen, meiner Meinung nach. Ja, die wollen schon wieder mich. Also wie jetzt, das Support hat immer ein bisschen der Schwachpunkt. Ich muss unbedingt Musik leiser machen. Ich hab die nur ganz leise im Hintergrund. Kannst du es doch jetzt noch machen, rechts oben. Ja, bin ich dabei. Achso. Warte. So, hab ich gerade gemacht. Alle 4. Ist nett. Ja. So, ich könnte Ringen und Binden. Ich glaube, wir werden jetzt geultet. Aber, weiß nicht, die Ulti fängt nicht so viele ein, gerade von mir. Ja, das Problem ist, wir werden mit Sicherheit von 2 Leuten, also auf jeden Fall von Gremlin geultet, weil die wissen, dass da 3 sind. Und ja, dann machen wir sie trotzdem, oder? Also, ich gehe hier mal raus, deswegen. Ah, okay, er wollte nicht. Wollte nur einer. Na gut. Juhu, und sie springen bei mir rein.
Ja. Das ist ja schon mal gut. I am the hunter, you are prey. Schade. Ja, zumindest triffst du sie dadurch besser. Ja, aber den einen gar nicht, weil er hinter der Mauer war. Das ist aber auch neu, das, also, das war das mal. Das hätte ich auch nicht gewusst. Ich hätte auch gedacht, er wird getroffen. In der Klosbitter war das mal so, dass man sozusagen von hinten durch die Mauer immer durchschießen kann. Hm. Ärgerlich. Ich hau mir drauf. Glaube, ich verschwinde und binde. Target acquired. Hol mir diese Runde dann einfach den Schaden. Und 10 für diese Falle. Ja. Was anderes kann ich, glaube ich, in dem Moment nicht machen. Ich wundere, dann. Ich wundere, dass Gremlin gar nicht geultet hat. Also, wir standen da zu dritt auf dem Haufen. Ja. Ja, vielleicht. Was ist denn die Ulti-Nummer von dem genau? Diese AOE-Bomben, die Haufen Schaden. Genau, richtig. Und dann noch wegdrücken, ne? Nee, das wegdrücken eigentlich nicht. Also, zumindest nicht ohne Mod. Achso. Schade. War nicht weit genug. Oh, Mann. War nicht weit genug. Da kommt die Ulti, oder? Ah, doch. Nee, das war die. Nee, das ist die ähnlich. Das also war nur wegdrücken. Ja. Sag dann mal Tschüss und versuche jetzt noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber warum ist das jetzt so klein? Guck mal, ich bin hier der. Ich feede das gegnerische Team eindeutig. Ja. Ich würde dir gerne helfen, aber so richtig kann ich das nicht, weil wie gesagt, zwei von denen schießen einfach über mich drüber. Ja. Der Gremlin und der. Und der Orion. Ja, genau, der Orion, klar. Die ignorieren einfach meine Mauer. Ja, ich versuche mal jetzt ein bisschen weiter im Hintergrund zu bleiben und eher von hinten. Ob das klappt. Den einen haben sie auch fast down, ne? Eigentlich echt. Aber halt nur fast. Aber halt nur fast, das ist immer das Problem. Ich habe immer das Gefühl, der gegnerische Spieler kann sich besser hochheilen als ich. Weil man hat ja immer noch seine Ulti, ne? Ja, weil wir nicht zusammenstehen, macht er die, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, Absicht bei ihm. Wäre das alle nebeneinander stehen oder was? Keine Ahnung, also. Sein, ja. Okay, der macht sie unsichtbar, das ist natürlich dann doof gelaufen. I bring your shape back into existence. Aha, okay. Also sie weicht aus, um unsichtbar zu sein. Das ist schon ganz okay. Da kommt die Ulti. Ah. Aber wir können trotzdem sterben. Yep. Ja, wir sterben nicht, aber kriegt zumindest was ab. Ja. Das ist dann doof für nächste Runde, jetzt wissen sie, wo sie steht. Er kann nicht ausweichen. Wohin denn am besten? Wohin am besten? Na, ich spurte mal da mal rüber. Wo bist denn du jetzt? Ich bin jetzt da, wo der links, okay. Wo die Falle endet von dem Nix. Okay. Da stehst du wieder ganz vorne, ne? Also direkt neben mir. Ja, eigentlich schon wieder fast vorne, ja. Aber das liegt daran, dass sich das Spiel jetzt komplett verschoben hat. Ich weiß nicht, welche Spur. Es wird wohl eh nicht mehr lange anhalten, habe ich so das Gefühl. Die ignorieren mich nämlich und schießen nicht mal in meine Richtung. Und hinter mich stellen macht irgendwie keiner. Na komm mal, sind wir doch beide wieder an der Stelle. So, wie mache ich? Was mache ich? Ich versuche mal zu blocken, ne? Ihr könnt jetzt ich gebe dir ein Schild und versuche deinen Schaden abzufangen. Ich blocke mit meinem Bulwark, sollte nicht viel durchkommen, theoretisch. Weil Gremlin ist tot, ist höchstens Orion, der durchkommt. Habe ich jetzt was geschafft zu wechseln? Ich weiß es nicht. Ja, genau, deswegen habe ich geblockt. Habe ich was gemacht? Ich hab den einfach nur zurückgetappt. Ich glaube, du hast gar nichts gemacht. Ich habe eine Leerrunde gemacht, ne? Ich habe es nicht geschafft, noch die andere einzusetzen. Jetzt frisst dich aber der Hund. Sehr wahrscheinlich zumindest.
Mich? Du läufst weg oder was passiert? Nee, mich trifft er auch, also. Aber der frisst uns okay. Beide. Okay. Machen wir wenigstens ein bisschen Schaden. Ja, machen wir uns gegenseitig Schaden. Ja, er wird nur eventuell mich noch erfassen. Unser guter Nix hätte mal schießen sollen. Also den hinten hätten wir mal. Dann wäre nämlich einer tot gewesen, hätte nichts mal geschossen, anstatt die blöde Falle ja. Zu machen. Jetzt muss ich. Natürlich suboptimal. Ich will eigentlich da durch. Wodurch? Ich stelle mich jetzt da drüben. Ich muss hier weg. Tut mir leid. Alles gut. Kann ich gerade nicht retten. Ich gehe da einmal durch alle. Ich. Na gut, ich mach einfach. Wieso? Mach mal, ist alles gut. Ich versuch nur, ich selber ein bisschen zu überleben und meinen Schaden noch rauszuhauen. Der alle abgehauen. Ja, den sind Ult block ich aber dafür. Leben. Root them out. Clear them out. Und dich haben sie gar nicht geschossen so richtig jetzt, oder? Nee, sie haben, weil die sind alle rausgeflüchtet. Ja, einer nur. Der andere haben wir Zeug gemacht. Ja gut, aber der hat mich nicht getroffen. Ich weiß nicht, was er geplant hatte, aber auf jeden Fall war nichts. Alter, ich muss echt noch lernen, mit Orion irgendwie in der richtigen Position zu stehen. Ja. Ganz hinten. Problem ist, ich bin jetzt wahrscheinlich tot, oder? Ja, wir haben genug Reichweite. Ja, und ich sehe dich natürlich mal wieder nicht. Das ist geil. Also ich sehe dich um die Ecke, toll. Ja, ich bin definitiv tot. Hey, ich habe meistens Schaden. Ne, fast. Neben nix. Der stirbt Orion noch. Ah, war ein bisschen Overkill. Sorry. Ja, passiert. Aber ich habe noch ein paar Minen entschärft. Da kann man jetzt durchlaufen. Hast du gut gemacht. Two turns left. So, so, dann wir mal da, laufen wir noch eins nach hinten. Ne, wir laufen hier hinter. Der Papp weicht aus, wenn er unsichtbar wird, ne? Denk dran. Ja, aber was anderes treffe ich trotzdem nicht. Ja, ich sag's nur, also. Ich könnte höchstens noch Schaden von jemandem abfangen, aber die haben alle mehr Leben als ich, das heißt, ich werde eh angegriffen. Und über den schieße ich drüber. Ja, du bist auch der Einzige, der sichtbar ist. Von daher ist Schaden abfangen ein bisschen Quatsch. Ja, genau. So. Last turn, wir müssten einen killen, sonst haben wir verloren. Okay. Ich kann den dann nehmen, oder? Ah, der kann blocken. Ja, der blockt aber deine Ulti weg. Was anderes kann ich nicht machen. Wir müssen auf den gehen, eigentlich. Machen wir noch ein Schild? Ja, ist leider so. Bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Mit Ansage. Ja, genau, mit Ansage. Aber er trifft sogar noch den Hund. Und nicht mal Rampart. Ja. Ach. Bei deinem Spielstil würde ich dir eher in Frontliner empfehlen, muss ich sagen. Ja, also ich habe bis jetzt auch eigentlich in Frontliner. Den habe ich jetzt seit 3-4 Spielen gespielt. Ja. Schade. Na, schade. Schauen wir noch den Endscreen an. Wuhu, zweithöchster Schaden. Wow. Zweimal gestorben, zweimal an dem Abschuss teilgenommen. Hey. Ich bin ja auch schon einmal bin ich gestorben. Und Level 19 bin ich übrigens. Ja. Card geworden. Können wir noch hier eine Lootbox aufmachen am Ende der Folge? Kann ich auch machen, glaube ich. Habe ich auch noch eine übrig. Ja, meine auch.
Ich bewahre die immer auf für die Folgen. Nein, ich habe schon wieder ein Duplikat bekommen. Meh. Ah, ne, ich habe keine Beute. Ich habe die schon alle. Okay, dann war's das erstmal. Leider verloren. Ja, nächstes Mal wird besser. Spiele ich einen Frontliner. Ja, mal sehen. Dann bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ciao.